Es geht um Human Resources, es geht um Humankapital. Im 20. Jahrhundert hat man mal sowas Menschenmaterial auch genannt. Es geht darum, dass ihr verwertbar seid und dass ihr für den Standort irgendwie produktiv seid. Das ist eigentlich ziemlich beschissen und sollte nicht so sein, weil wir Menschen sind und was lernen sollten, um selber voranzukommen und nicht, um uns irgendwo dann verwursten und durchdrehen zu lassen. Die Lernfabriken Marburg, Hessen, Deutschland, Europa oder Kapitalismus oder wie auch immer man diese Lernfabrik beziehen möchte, bringt es einfach nicht. Die bringt keine Bildung, sondern sie bringt nur Ausbildung. Das Logo, das Motto dieser Demo ist, Lernfabriken einreißen. Also habe ich mich mal gefragt, wie würde ich diese verdammte Lernfabrik denn einreißen? Zuerst einmal würde ich diese ganzen verdammten Einschreibesysteme, elektronisch oder sonst irgendwas, platt machen. Damit alle endlich die Veranstaltung bekommen, die sie auch wollen. Und da wäre ich schon beim nächsten Punkt, nämlich das, was ihr wollt. Ich will als nächstes einfach diese ganzen Studien- und Prüfungsordnungen wegkicken. Weil wer braucht schon irgendwie gesagt bekommen, was er zu lernen hat. Das wisst ihr alle selber ganz genau und ihr erfahrt es und ihr lernt es. Wir sollten nach Interesse lernen, wir alle sollten nach Interesse lernen. Das, was uns interessiert und nicht das, was uns vorgegeben wird. Nun, dann würde ich noch mehr Leute an die Uni holen, damit alle, die wollen, auch an die Hochschule gehen können. Das wird ein bisschen ein Problem, also reißen wir doch einfach die ganzen Sitze aus den Hörsälen raus. Dann habt ihr auch nicht mehr dieses Problem, dass da vorne jemand steht und euch was erzählen will und ihr irgendwie die Dummen seid, die zuhören müssen, sondern man könnte Lernen ganz anders organisieren. Man könnte es sich selber gegenseitig Sachen beibringen und da könnte man auch eine Menge Dozierende zusätzlich noch einstellen oder Leute, die das einfach so machen und gerne Leuten was beibringen wollen. Nun, Hochschule war nicht immer so, wie sie ist. Das ist ein dynamischer, historischer Aushandlungsprozess. Und deshalb gilt es, dass wir darum kämpfen müssen. Und wie sollen wir kämpfen? Zum Ersten ist es wichtig, dass ihr euch selber immer informiert über solche Sachen, die passieren. Und dass ihr dann auch irgendwie euren Mitbewohnern, euren Mitstudierenden, Freunden, Bekannten, Leuten, die nicht an der Hochschule sind, sagt, was gerade läuft. Ihr seid diejenigen, die multiplizieren müssen. Das können nicht immer nur irgendwer tun, sondern ihr seid ein Teil davon. Das heißt, in einer Hochschule, die öffentlich ist, und das ist sie, das ist öffentliches Eigentum, das gehört euch allen. Auch das Wissen darin gehört allen, die die Öffentlichkeit sind. Von daher kauft einfach nicht, was euch sowieso gehört. Bildung ist keine Ware und wenn Bildung keine Ware ist, dann kann auch Wissen keine Ware sein, weil es ein integraler Bestandteil davon ist. Und in diesem Sinne, für die gesellschaftliche Hochschule bzw. die universitäre Gesellschaft, für Bildung für alle und für alles für alle, vielen Dank. Im Bildungssystem die Möglichkeit gegeben werden, Kräfteverhältnisse zu erkennen und diese zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu verändern. Das ist nicht möglich, solange bestehende staatlich und marktwirtschaftlich geprägte Strukturen uns die Art, wie wir zu lernen haben, aufdrängen. Bildungsfabriken treiben uns in Konkurrenz. Um Arbeitsplätze, um Geld, um Wissen, um Ressourcen, um Macht. Anstatt soziale Gerechtigkeit, Individualität, Kritikfähigkeit zu fördern.
Bildung darf nicht ausschließlich zweckorientierte Diskurse führen. Wir wollen nicht als standardisiertes Humankapital ausgespuckt werden. Wir lassen uns nicht zur Ware machen. Ware, die selektiert wird. Der Mensch wird aufgrund seiner wirtschaftlichen Leistungskraft beurteilt. Bist du es wert, aufs Gymnasium zu kommen? Bist du es wert, einen Masterstudienplatz zu bekommen? Hast du überhaupt das Geld, um studieren zu dürfen? Wir wollen nicht, dass unser Leben von solchen Fragen abhängt. Unser Bildungsideal kann jedoch nicht durch die immer weiter voranschreitende Privatisierung des Bildungssektors erfüllt werden. Bildungseinrichtungen werden reduziert auf Dienstleistungsunternehmen. Dadurch werden immer mehr Entscheidungsprozesse in den privaten Raum verlegt und basisdemokratische Entscheidungsmöglichkeiten an der Universität zunichte gemacht. Sponsoren sollen keinen Einfluss auf Lehre und Forschung haben, denn Bildungsfinanzierung ist eine öffentliche Aufgabe. Das soll es auch bleiben. Wir fordern eine Verbesserung der Arbeits- und Lernbedingungen in Bildungseinrichtungen. Die prekären Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel des Mittelbaus, aber auch studentische Hilfskräfte und, was ja auch gerade aktuell ist, Reinigungskräfte auch, zeigen ja, wie anscheinend an der Uni mit nicht privilegierten Gruppen umgegangen wird. Überfüllte Seminare und Hörsäle sind ein Zeichen für die Massenabfertigung von Lernenden. Hauptsache schnell und effizient in der Bildungsfabrik abgefertigt und nichts wie rein in die Arbeitswelt. Das überarbeitet Menschen auf Dauer und macht sie auch krank. Deswegen fordern wir soziale Gerechtigkeit und die Abschaffung jeglicher selektiver Verfahren im Bildungssystem. Bildungsgebühren versperren einem Teil der Gesellschaft den Zugang zur Bildung. Auch die subjektive Benotung von jeder einzelnen erbrachten Leistung kategorisiert Lernende in besser oder in schlechter und fördert damit ganz eindeutig hierarchische Strukturen, die an der Hochschule, an der Schule oder sonst wo nichts zu suchen haben. Wir wollen, dass sich die elitären Strukturen von Bildung auflösen und keine Barrieren den Bildungsweg versperren. Free Education for Emancipation, ihr wisst, das ist das Motto der Global Reeks of Action. Das ist auch unser Motto heute. Dankeschön. Yeah.